Und da macht sich schon die nächste Kandidatin bereit und will die Jury beeindrucken. Eine adäquate Begrüßung, wenn sie ein Mikrofon hat, für diese Dame klingt aber so. Bonsoir et bienvenue bei Starmania. Charlène Bousseau, Sie ahnen es schon, die Frau kommt von sehr weit her. Grüß euch, ich bin die Charlène, ich komme aus Klagenfurt. Klagenfurt an der Seine. Nah am Wörthersee. Perfekt. Ich bin nur halb Französin. Mein Papa ist Franzose, meine Mama kommt aus Oberösterreich. Im Stadttheater Klagenfurt arbeitet sie als Statistin. Bei uns hat sie eine Hauptrolle. Ich bin wirklich dankbar, dass ich da dabei bin und alles so erleben darf. Vor allem in Zeiten wie diesen, wo man ja eigentlich eh nicht aus dem Haus geht und Film macht. Also jetzt Silence für Charlène Bousseau aus Starmania Live. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. And I swear you'd move overseas. That's what you said when you left me. You look like a movie. So mit When We Were Young von Adele. Bevor wir hören, was die Jury sagt, also weiter grün oder merci, aber schleicht die, das wäre rot, wollen wir hören, was die Charlène sagt. Charlène, ach Gott, das ist bonsoir. Wirklich sehr schön. Bonsoir, bonsoir. Um Adele machen viele ja gerne einen großen Bogen, weil ich meine, die ist schon ein Kapazunder. Für dich gab es aber eigentlich, Charlène, gar keine andere Wahl als... Adele zu wählen. Warum? Ja, das stimmt. Sie ist eigentlich mein Idol, seit ich denken kann. Oder seit sie Musik macht zumindest. Und ja, sie inspiriert mich einfach mit ihrer Leichtigkeit und wie sie ihre Konzerte macht. Sie steht einfach nur da oder sitzt sogar und performt da wie eine Göttin. Und das ist einfach wundervoll für mich. Du hast dir da auch noch einen Song ausgesucht. Ich meine, When We Were Young, also du bist ja erst 16. Du kannst jetzt gar nicht da zurückgreifen auf irgendwie 10, 20, 30 Jahre Lebenserfahrung. Wie zapfst du das an, was man da braucht für diesen Song? Ja, also wenn ich diesen Song singe, das erinnert mich einfach an eine Zeit mit einer ganz bestimmten Person, die halt jetzt leider vorbei ist. Aber irgendwie habe ich trotzdem ein positives Gefühl, es war eine schöne Zeit. Ich denke mir immer, weine nicht, weil es zu Ende ist, sondern lache, weil es eine schöne Zeit war. Du bist ja eine Poetin auch noch in der Sprache. Das hören wir sehr, sehr gerne. Aber nichtsdestotrotz, es kann jetzt in diesem Moment die Juryentscheidung nicht mehr beeinflussen, denn die ist schon während des Songs gefallen und fiel so aus. Super! Das freut mich. Grün, du bist auf jeden Fall weiter. Tim, ja. Zu Recht. Du hast ja gerade schon gesagt, einen Song von Adele zu singen. Das, Adele. Von Adele zu singen. Das ist ja fast Selbstmord. Weil, also keine Ahnung, wo Adele ihre Stimme hernimmt, diesen Schmerz in der Stimme. Mhm. Aber ich finde, du hast das wirklich gut gemacht. Du hast das überlebt. Ja. Man merkt hier so ein bisschen noch die Unsicherheit an, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass bei dir einiges noch zu holen ist und bin auch da total gespannt, was passiert, wenn du eine andere Art von Song singst und nicht diese große Riesenhymne. Mhm. Und bin sehr gespannt, was deine Stimme da so macht.
Kannst gespannt sein. Oh, challenge accepted. Ansage reicht. Genau, also du funkelst ja hier sowieso mit mir um wir die Wette. Muss man zusammen. Ja, aber ich glaube, also da stinke ich ja ab. Das ist ja nichts da im Vergleich zu dir. Aber ich bin Ehre, wem Ehre gebührt. Wer so singen kann und so eine Performance hat, der darf auch. Also alles überstrahlen hier auf der Bühne. Ja? So, und was ist auch mit Sternchen? Alles gut? Mhm. Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Charlène. Danke. Danke. Merci.